Das geht es jetzt. Nämlich weiter bei Obscure. In der letzten Folge haben wir die zweite Kompassnadel gefunden, die wir für ein, so schätze ich, kleines Rätsel brauchen. Im Büro von Herbert Friedman. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Und deswegen gehen wir jetzt auch hier raus. Moment, und vorher sagen wir ihr natürlich... Ich geh mit dir. Du sollst mitkommen. Liebe Shannon. Ja. So. Ich möchte ja ungern Munition vergeuden. Andererseits finden wir natürlich auch einiges Zeug. Krass, ich finde das auch cool, wie diese hier so verwesen und alles und wie die aussehen mit diesen Skelettköpfen, mit den skelettierten... Und wir sind schon wieder irgendwie verletzt hier. So. Das ist der Headmaster, genau. Der Kopfmeister. Können Sie ja erstmal untersuchen. Was haben wir denn da so? Kompassnadel. Kann ich die jetzt... Ich dachte, die könnte ich irgendwie drehen jetzt oder so. Okay, cool. Kann ich den auch untersuchen? Nee, kann ich nur verwenden. Aber ich glaube, das macht er eh automatisch. Die Musik ist gerade auch gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen so rätselmäßig. Ups. Also den rechten bewege ich mit dem rechten Trigger und den linken mit dem linken. Mal ein bisschen, ob hier irgendwie Zahlen dabei sind, die... schon irgendwas sagen. Ich schätze mal, wir müssen irgendwo Zahlen finden. Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Ja, oder auf einen Ort. Bibliothek. Ich hätte ja eine Vermutung. Und zwar... Foto... Nee. Okay. Irgendwelche Zahlen. Ich hätte jetzt getippt, es hat was mit den Daten zu tun, als die Highschool hier gebaut wurde, weil dieser, ja, da auch ein Herbert Friedman mit zu tun hatte. Projekt Nummer 503. Ja, da haben wir nämlich 1899 und 1902, aber die kann ich beide nicht so wirklich auswählen dort. Ansonsten haben wir hier noch 503. Oder muss ich auf 503 kommen? Additionserst geht aber auch nicht. Könnte man ein bisschen rumprobieren, aber... Oder anhand der Spuren vielleicht gucken? Moment. Das sind ja zig verschiedene Möglichkeiten, die man hat hier. Also nach unten können sie auch zeigen, okay. Höchstens bei... Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Hier ist noch was zu erledigen. Hier vielleicht noch irgendwie Sachen? Nee. Ha.
Oder gibt es bei Mortifilia vielleicht noch irgendwo was? Moment, hier. DCPP. Aber wüsste ich jetzt, nee, das war aber auch nichts. Oder ich suche nochmal weiter hier auf dem Flur. Da heißt es nur, er ist in der Bibliothek. Oder wir kommen später hier nochmal wieder zurück. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, vor allem, das sieht doch aufgebrochen aus. Und da sagt er irgendwie nichts zu. Das finde ich auch immer interessant. Moment, Moment, hier. Heute um 17.38 Uhr. 17.38 Uhr. Wie möglich aufsuchen. Es ist ein Notfall. Ich kann nicht aus der Krankenstation weg. Er soll sich beeilen. Danke. Heute um 8. 17.38 und 18.50 Uhr. Soll ich dir helfen? Ja. Hier ist noch was zu erledigen. Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Kann ich Josh denn sagen? Moment, und dann sage ich... Hier ist noch was zu erledigen. Hä? Was macht sie? Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Sehr interessant, wenn ich auf Hilf mir gehe, dann geht sie dahin. Das ist der Anrufbeantworter, ja. Friedmans Akten, ja, ja. Heute um 17.38 Uhr. Ja, ja, 17.38. Das verstehe ich schon. Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Ach, Mann! Es gibt hier weder eine 17, noch eine 38, noch eine 18, noch eine 50 gibt's auch nicht. Doch, eine 50 gibt's hier. Und da oben gibt's 18. Da gibt's 8. Ah, zumindest was ähnliches. Hier ist noch was zu erledigen. Nee, shit. Ach, Menno. Oh, muss ich die beide auf die 0 ausrichten? So? Nee. Bringt auch nicht viel. Mann. 80 gibt's ja, aber 18 gibt's halt nicht. Was finde ich interessant? Also wenn ich jetzt hier wirklich sage, hilf mir, dann... Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Guckt sie da hin? Hat sie denn noch irgendwas an? Heute um 17.38 Uhr. Ja. Hallo, Mrs. Smith? Hier ist Miss Wilson. Würden Sie Mr. Friedman ausrichten? Er möchte mich so schnell wie möglich aufsuchen. Es ist ein Notfall. Ich kann nicht aus der Krankenstation weg. Er soll sich beeilen. Danke. Heute... 18.50 Uhr. Herbert, wenn du da bist, nimm ab. Bitte, komm schnell. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich glaube, es hat mit den Experimenten zu tun. Ich habe mehrere Schüler gesehen, die... Naja, es ist wirklich schlimm. Komm schnell. Oh nein. 17.38 bis 18.50 ist circa eine Stunde. Bisschen mehr. Das heißt, wenn ich den ersten auf 0 stelle und den zweiten auf 60. Nee. Ansonsten hätte ich gesagt, es geht um die hinteren Zahlen und zwar um 38 und 50. Das heißt, hier müssten wir dann so auf 40 gehen und hier auf ca. 50. Aber das haben wir haben ja keine 50. Obwohl, Moment.
Es ist ja nicht gesagt, dass einer für die obere Zeile sein muss und einer für die andere. Es können ja beide auch auf eine Zeile zeigen. Richtig? Nee. Och Mensch, ich gehe jetzt erstmal wieder raus und gucke mich hier noch ein bisschen um. Mann, das nervt mich gerade ein bisschen. Das heißt, er nervt mich nicht, aber es ärgert mich. Hier waren wir überall schon. Blick auf die Karte. Naja, da ist noch ein Rätsel. Unten gab es eine Tür, wo ich nicht rein... Ne, zwei Türen, wo ich nicht reinkam. Da hinten ist noch eine Tür aus der ersten Etage raus. Vielleicht gibt's da so eine Art Luft. Hier ist noch was zu erledigen. Ja. Da ist noch ein Dingens. Okay, ich bleibe. Ach so, ich denke immer, da wäre noch Heile von hier aus. Ich sehe die Scherben nicht immer. Okay, ich gehe mit dir. Bitte. Tu es. Das Schloss sollte kein Problem sein. Das Schloss kriege ich mit links auf. Ja, Josh. Sehen wir uns mal um. Hier ist noch was zu erledigen. Ja. Ist auch noch ein bisschen Gewohnheitssache mit der Dingens. Mit den Tasten. Ah. Kann ich dir die geben? Moment, jetzt haben wir zwei Taschenlampen. Ah. Speichern. Kann ich die geben? Und Shannon kann dann mit dem Klebeband die Taschenlampe an den Baseballschläger, an die Metallstange dran machen. Geht das? Fast erschöpften Batterien. Geht das? Nee. Auf jeden Fall ist da noch ein. Okay, ich bleibe. Manchmal können sie sich da Sachen rausholen und manchmal nicht. Ich verstehe das nicht so ganz. Du willst mich hier allein lassen? Oh. Nein, ich will dich nicht allein lassen. Ah, das wurmt mich gerade ein bisschen mit dem Rätsel. Das hat was mit den Zahlen zu tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, das hätte ich noch so im, okay, los geht's. Im Hinterkopf. Und sie guckt ja auch, wenn ich sage, hilf mir, geht's jetzt zu dem Anrufbeantworter hin. B-Klassenzimmer. Komischer Name. Krankenstation, da sollten wir ja auch hin. Da ist ja das. Da hätten wir auch schon hergehen können, genau. Ich guck mich auch mal eben erstmal hier ein bisschen um. Der alte Schaltschrank, den haben sie in dem Gebäude. Was? In das Gebäude geschafft, weil die Schüler zu oft damit herumspielten. Ja, besser ist das. Obwohl das doch eigentlich eher eine Highschool? Was ist denn so in dem Sinne Highschool im übertragenen Sinne? Man, die sind jetzt irgendwie um die 20 hier. Also nach amerikanischem Recht kurz vorm Erwachsensein. Hier eine Menge nutzloser Poster und Prospekte. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Ja, du hast es im Urin, ne? Ich merke das schon.
Josh, der merkt das immer. Der ist ganzer Fuchs ist das. Ein Fuchs. Kann ich die von hier unten sehen? Irgendwie? Nee. Was ist das? Bibliothek und Klassenzimmer. Da liegt doch irgendwas, oder? Was war denn das jetzt? Hallo? Ein Disk oder was war das jetzt? Ich glaube schon, oder? Wäre aber mal nett gewesen, wenn er mir das gesagt hätte, irgendwie. Okay, so. Alles im Kasten. Hätte ich jetzt nett gefunden. Sagen wir mal so. Oh Mann. Ich denke immer noch an das Rätsel. Friedmans Büro ist im Westflügel der Schule. Ja, ja. Da waren wir auch schon, Shen. Da waren wir auch schon. Da kommen wir her. Tür ist abgeschlossen. Ich komme auch gar nicht in die Krankenstation rein. Wir haben 17:38 und 18:50. Mehr Zahlen haben wir da nicht zur Verfügung. Dann haben wir 18:99 und 19:02. Ich meine, ich werde es jetzt gleich nachgucken, weil ich habe keine Lust, jetzt hier stundenlang euch die Zeit zu stehlen. Mehr als ohnehin schon. Kapier es nicht. Ich geh jetzt einmal noch dahin und probier dann noch mal ein bisschen rum. Mann. Moment, da ist doch eine Uhr. Ist die auch so ein 18:50 zeigt die doch an, oder? Ne, nicht wirklich. Was erzähl ich denn hier für einen Scheiß? Natürlich zeigt die nicht 18:50 an. Ich dachte gerade, das war Wunschdenken. Aber 18:38 zeigt es auch nicht. Vielleicht eine Mischung. 18:38 brauche ich dann. 18:38 könnte die durchaus anzeigen. Boah, mehr oder weniger. Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Heute steht denn da irgendwas drauf? 17:38 Hallo, Mrs. Smith? Hier ist Miss Wilson. Bei der 20 gehen wir mal hin. 38. 40. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt, ich bin wahrscheinlich der Lösung so nah. Und werde mich einfach nur ärgern, aber... Tja. Ich kann es nicht ändern. Ich guck mal, wie das geht und dann melde ich mich gleich wieder. Tschüss. Ich könnte mich so ohrfeigen. Mal ehrlich. Weil... Upsala. Jetzt war der Sound wieder zu laut. Ich bin doof. Weil wir haben in dem Büro hier neben gesehen, dass... dort eine Karte war mit den Angaben 330 Grad
20 Grad, Längen- und Breitengrad, so. Und... ja. Das heißt, ich müsste die jetzt da drauf stellen. So 330 und 20. Hallo? Ist das jetzt nicht richtig? Ich dachte, das wäre jetzt die Lösung. Andersrum vielleicht. 330... 20. Nö. Muss ich das irgendwie bestätigen? Vielleicht. Oder ist das so ein Millimeter-Ding? Ich kann jetzt auch nichts mit den Pfeiltasten machen, weil ich ja den Controller gerade drin habe. Das muss ja auch mit dem Controller gehen. Mach du mal. Vielleicht hast du feinere Finger. Damit kommst du besser in die Ecken zum Putzen. Nein, nicht Helge Schneider, sondern hier, die Dingens einstellen. Aber sie kann das auch nicht feiner einstellen. Ich dachte irgendwie, vielleicht hat der Josh irgendwie... Wurstfinger oder so und kriege ich das deswegen nicht hin, aber... Och Mensch, Leute! Ja, warum? Was will das Spiel denn jetzt? 330 Grad 20 war das doch. Ich kann gerne nochmal... Ich meine, ich erinnere mich daran, dass es 330 20 war. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine schon. Ich habe überlegt, was haben wir denn hier noch so gehabt? Ich gucke jetzt nochmal nach. Das müsste hier gewesen sein. Längengrad 330, Breitengrad 320. Ah, und um die 20 geht's und um die 330 geht's. Okay. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier war auch nichts mehr sonst. Hm. Das ist bestimmt so eine 100 pro so eine Millimeter Aufgabe irgendwie. Aber ich hab da ja nicht viel Spiel, ich kann das ja nicht großartig einräumen. Aber was wollte sie denn dann, wenn ich sag auf hilf mir? Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Aber was? Warum geht sie denn dann dahin? Weil da noch was mit ist vielleicht und weil das der nächste Hinweis für die Hauptstory ist. So, es geht um die 20 und um die 330. 330 und auf 20. Hm. Och Leute. Ich zeig es doch dahin. Ich guck extra so blöd in die Kamera, hier so schräg, weil ich gucken will, dass es richtig ist, aber... Ey, bin ich jetzt... Jetzt mal ehrlich, muss ich irgendwie was bestätigen dafür, oder... Was ist das Problem, wenn ich... Das ergibt keinen Sinn hier.
Och Leute, ey, wollt ihr mich jetzt verscheißern? Das ist doch... Was soll ich machen? Ganz ehrlich, was soll ich machen? Muss ich die irgendwie erst festbappen irgendwie mit Druck auf die Dingens-Tasten hier? Oder was ist jetzt das? Hä? Ich kapier das nicht. Ey, wenn das gleich sowas ist, wie von wegen Hitze noch einen Millimeter weiter nach links gemusst und ich probiere das hier doch hier schon aus, mehr Spiel habe ich nicht. Dann... Es geht um die 20 und um die 330, so, das stand auf der Karte drauf. Dann stell's doch verdammt nochmal so drauf ein, ey, das gibt's doch nicht. Raste gleich aus hier. Was ist denn jetzt das verdammte Problem von dem Spiel, ey? Mal ganz ehrlich, was soll das denn? Sorry, aber... das jetzt nach. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, ich habe mir jetzt was angeguckt und ich hoffe, das geht jetzt. Und zwar resette ich die jetzt erstmal beide. So. Und zwar muss ich die 1, 2, 3 und die 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Funktioniert. Also die müssen nicht genau auf 330 Grad und 20 Grad stehen, was in dem Sinne bescheuert ist, finde ich, weil es geht eigentlich darum, dass sie da, also... Ne. Friedman ist in der Bibliothek. Gehen wir. Die Musik ist, hat was. Mein lieber Herbert, ich schreibe dir ganz im Geheimen. Leonard würde mich auf die Stelle verlassen. Auf der Stelle? Ah, mein Ohr. Moment. Das war sein Bruder anscheinend, Leonard, genau. Wenn er erfährt, dass ich mich in seine Arbeit einmische. Du bist sein Zwillingsbruder. Mhm. Und manchmal glaube ich, du verstehst ihn besser als ich selbst. Und darum möchte ich dich bitten, mit ihm zu sprechen. Gestern Abend haben wir uns gestritten. Er ist vollkommen besessen von seinen Forschungen und ich glaube, er geht zu weit. Ich bin sicher, dass er das Experiment an sich selbst durchführen will. Du kennst ihn. Du weißt, dass er das tun würde. Es wäre wirklich dumm. Die behandelten Testpersonen sind erst nach 3 Wochen stabil. Und vielleicht treten erst viel später noch Nebenwirkungen auf. Bitte rede mit ihm. Deine Elizabeth. Subjekt, okay. 37,